Ich arbeite als Journalist und Filmemacher mit den Schwerpunkten auch Nationalsozialismus, Erinnerungskultur. Und das Projekt, was wir jetzt gestern vorgeführt haben, beziehungsweise darüber diskutiert haben, war ein Projekt, was vor meiner professionellen Zeit entstanden ist. Das war in den 80er Jahren, als wir als ja, sehr junge, politisch Interessierte und auch in der Antikriegsbewegung und Anti-Atombewegung aktive Frauen und junge Männer uns interessiert haben für die Erfahrung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Münchner Räterevolution und Räterepublik, und wir die Chance hatten, die damals noch die letzten überlebenden Zeitzeugen zu interviewen. Was uns damals in den 80er Jahren zunächst mal interessiert hat, war die Frage, wie haben sich diese Menschen damals organisiert, was haben sie diskutiert und wie haben sie sich als politische Menschen sozusagen in diesen Kampf begeben. Dahinter steckt natürlich die Frage, die wir ja gestern auch diskutiert haben, generell über Erinnerungspolitik. Wer erinnert überhaupt? Wem wird erinnert? Und wer hat überhaupt die Möglichkeiten, auch die Produktionsmöglichkeiten, Geschichte zu schreiben? Und in dem Fall ging es uns eben darum, dass die Protagonisten dieser Zeit selbst berichten und ihre Geschichte selber schreiben können. Und wir damals aber als junge Menschen überhaupt noch nicht den Horizont hatten, dass wir geahnt haben, dass die Protagonisten des Films kurz nach den Dreharbeiten eigentlich alle gestorben sind. Also es gab ein, zwei, die noch länger gelebt haben, aber die meisten sind aufgrund ihres Alters kurz danach gestorben. Ich habe gesagt, Erinnerungspolitik, das, was, glaube ich, die starke Verbindung zu dieser Konferenz über den Ersten Weltkrieg ist, dass ja in dem kollektiven Gedächtnis kaum erinnert wird an die Aktivisten und Aktivistinnen der Antikriegsbewegung. Also sprich, es gab natürlich Tausende von Menschen, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg aktiv, ob jetzt in der bürgerlich-pazifistischen Bewegung oder in der Arbeiterinnenbewegung, aktiv versucht haben, diesen Ausbruch des Krieges zu verhindern, beziehungsweise die dann, als der Krieg ausgebrochen war, dagegen zu kämpfen. Gerade in München im Vorfeld der Münchner Räterepublik gab es im Verlauf der Kriegsjahre immer mehr Proteste und auch Verweigerung in der Rüstungsproduktion. Es gab ja 1917 bereits die großen Streiks in der Münchner Rüstungsproduktion, die unter anderem auch Eisner, der spätere Anführer und auch erster Ministerpräsident des Freistaats Bayern, der den Freistaat Bayern ja auch ausgerufen hat, im Gegensatz zur CSU, was sie heute ungern hört. Also der Begriff Freistaat Bayern ist in der ersten Proklamation der Soldaten- und Arbeiterinnenräte formuliert worden. Ab jetzt ist Bayern ein Freistaat. Und Eisner hat eben zum Beispiel 1917 diese Streiks in den Rüstungsfabriken organisiert und ist dafür ja auch dann bis zum Ende des Krieges zunächst mal über Monate im Gefängnis gesessen. Er erinnert auch bei der großen Konferenz der Europäischen Sozialdemokratie im Februar 1919 in Bern, kurz vor seiner Ermordung in München, als die Europäische Sozialdemokratie versucht, diese Tragödie ihres Scheiterns eigentlich aufzuarbeiten und gerade Eisner eigentlich den Versuch gestartet hat, wirklich konsequent einen Bruch zu machen mit den Fehlern der Sozialdemokratie, erinnert er daran und sagt in dieser Rede zum Beispiel, unsere Revolution kam nicht zu früh, sie kam 4,5 Jahre zu spät. Wir hätten spätestens als Sozialdemokratie in Deutschland die Aufgabe gehabt, kurz nach dem Beginn des Krieges diese Regierung zu stürzen. Also die Revolution kam nicht zu früh, sondern sie kam zu spät. Und in dieser Rede erinnert er an die vielen Tausenden von gerade auch jungen Menschen und Arbeiterinnen, die ab dem ersten Kriegstag aufgrund des Kaiserregimes und der autoritären Zensur in die Knäste gewandert sind, weil sie zum Beispiel Flugblätter verteilt haben oder sich an Aktionen beteiligt haben. Also das war für uns der Ausgangspunkt der Verbindung auch zu dem Kongress hier und der Auseinandersetzung der Bedeutung und der Nachwirkung des Ersten Weltkriegs und der Verbindung natürlich zum Faschismus. Erstmal zu erinnern an die Aktivistinnen auch der Antikriegsbewegung.
natürlich auch daran zu erinnern, was heute ja im bürgerlichen, öffentlichen Diskurs und der Umschreibung der Geschichte, würde ich sagen, zum Ersten Weltkrieg keine Rolle spielt, dass natürlich mit der Räterepublik in München, mit den Räteaufständen der 1920, mit dem Ruhraufstand die Chance bestanden hätte, eine ganz andere Gesellschaft aufzubauen, die blutig niedergeschlagen worden ist, in einer Koalition von Freikorps, von reaktionären Heimkehrern aus dem Ersten Weltkrieg und natürlich in Verbindung mit der Reichswehr und den ganzen herrschenden Eliten damals. Also es hätte eine andere Option gegeben. Da diese nie, blutig niedergeschlagen worden ist, und das wäre jetzt der zweite Punkt sozusagen der Diskussion, die wir gestern auch sehr intensiv geführt haben, was ist eigentlich die Verbindung zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg? In Bezug auf unseren Film kann man das ganz deutlich allein in der Biografie der Protagonistin erkennen. Sie sind alle Jugendliche und Kinder gewesen in der Räterepublik, beziehungsweise haben als 17-Jährige bereits an den bewaffneten Kämpfen gegen die Weißgardisten teilgenommen. Und sie kommen alle aus den Milieus der damaligen Arbeiterinnenbewegung, der Sozialdemokratie, der USPD, der anarchistisch-syndikalistischen Bewegung und der beginnenden kommunistischen Partei. Und sie alle haben praktisch nach der Niederschlagung der Räterepublik sich weiter organisiert, meistens dann im Aufbau der kommunistischen Jugendverbände, in den Gewerkschaften und sind alle komplett bereits natürlich im Kampf gegen den aufkommenden Faschismus aktiv gewesen. Und wie im Abspann des Films auch deutlich wird, sind die meisten mit der Machtübergabe an die Faschisten 33 in die KZs gewandert, sind festgenommen worden. Also zum Beispiel Hugo Jakosch, der auch im Film sehr lange vorkommt, gehörte zu der ersten Gruppe der Häftlinge, die ins KZ Dachau eingeliefert worden sind als Kommunist und war 12 Jahre in den verschiedensten Konzentrationslagern. Andere sind schwer gefoltert worden. Also dieser unmittelbare Zusammenhang, dadurch, dass sie Protagonisten für eine andere Gesellschaft, für eine rätesozialistische, kommunistische Gesellschaft waren, waren sie automatisch natürlich in den Zwischenjahren in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung aktiv, dann im Kampf gegen den Faschismus und im Widerstand während des Faschismus. Also ich denke, es gibt zwei Aspekte, die für die heutige aktuelle Diskussion und vor allem um die Umdeutung des Ersten Weltkrieges notwendig sind. Es hat sich ja Es ist ja eine beliebte These in den bürgerlichen Medien mittlerweile, aufgrund natürlich auch der neuen historischen Veröffentlichung von Clark. Eigentlich war niemand so richtig für diesen Weltkrieg verantwortlich, alle sind irgendwie da reingeschlittert. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, historisch nicht haltbar. Und ich denke, dass solche erinnerungspolitischen Ansätze und solche Konferenzen notwendig sind, um eben auch den Zeitzeugen von damals wieder die Stimme zu geben und in Erinnerung zu rufen. Es gab Tausende und sehr viele Leute, die wussten, was dieser Krieg bedeutet, die wussten, wer die Interessen an diesem Krieg hat und die wussten, dass man dagegen vorgehen muss und die natürlich auch für eine Alternative gekämpft haben in den Räterevolutionen. Und diese Tatsache muss, denke ich, auch in die Diskussionen heute wieder stärker eingebracht werden, um diese ganzen geschichtsrevisionistischen Theorien auch zu konterkarieren, als ob es nicht möglich gewesen wäre. Genauso wie es natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg nicht so war, dass irgendwie alle verführt worden sind oder es nicht so gewesen wäre, dass eben es auch eine klare Entscheidung gegen den aufkommenden Faschismus gegeben hätte. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, dass die Antikriegsbewegung, die ja in Deutschland eigentlich aus dem Gedächtnis ausgelöscht wird, sowohl die Antikriegsbewegung gegen den Ersten Weltkrieg vorher, als auch während dem Ersten Weltkrieg, als auch dann die Räterevolution. Aber es wird ja auch die Antikriegsbewegung zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Wiederbewaffnung mehr oder weniger aus dem kollektiven Gedächtnis ausgelöscht. Das ist ein wesentlicher Teil unseres letzten Dokumentarfilms. Es kann legitim sein, was nicht legal ist, wo wir uns sehr intensiv mit überlebenden Widerstandskämpfern aus dem Faschismus und ihrem Kampf gegen die Wiederbewaffnung auch beschäftigen. Also das wäre ein ganz wichtiger Verbindungspunkt zu heute. Der zweite ist, glaube ich, auch nochmal anhand dieser Geschichte daran zu erinnern, an die Kontinuität der Eliten.
Also wenn man sich gerade die Münchner Räterepublik anschaut, dann wird man feststellen, dass in den Freikorps die Offiziere des deutschen nationalen Bürgertums und der beginnenden rechtsradikalen Bewegung gekämpft haben. Sie waren im Ersten Weltkrieg, sie haben, wie sie zurückkamen nach München, die Räterepublik niedergeschlagen. Und sie sind natürlich da später in die NSDAP gegangen und haben wieder als Soldaten im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und wenn man sich zum Beispiel Firmenchroniken anschaut, dieser Münchner bürgerlichen, deutschnationalen bis offen NS-Familien, darunter sind namhafte weltweit tätige Firmen wie Handschuh Röckel heute oder die ganzen Baufirmen der Münchner Geschichte, dann wird man in den Firmenchroniken nach dem Zweiten Weltkrieg von ihnen nachlesen können, dass sie sich ungebrochen und sehr stolz und ehrenvoll daran erinnern, dass ihre eigenen Familienmitglieder als Offiziere die Roten niedergemacht haben am Ende des Ersten Weltkriegs und dass sie ehrenhaft gekämpft haben. Und diese Kontinuität zu erinnern, ist, denke ich, ein zweiter wichtiger Punkt. Gerade wenn man aktuell heute die Zeitung liest, dass die deutsche Rüstungsindustrie gerade der Meinung ist, dass sie wieder weltweit exportieren muss.